weiter geht's mit meiner nächsten Manga-Bestellung. Ich habe nicht so viele Sachen bestellt diesmal, aber nichtsdestotrotz möchte ich euch meine Sachen zeigen. Auf geht's. Ich habe hier Detective Conan, Best in the West. Kostet 6 Euro. Das Cover gefällt mir sehr. Es ist dick. Und wir haben hier verschiedene Stories mit Conan und Haiji. So, als nächstes habe ich hier ein Artbook von Pepeta, der Zeichner von Vagabond, wenn ihr das kennt. Hier gibt er ein paar Interviews und dann ist hier noch ein Film dazu gepackt. So, als nächstes habe ich hier Black Clover, einmal Band 7 und einmal Band 8, was jetzt vor kurzem erschienen ist. Ja, ich freue mich schon drauf. Dann habe ich hier A Silent Voice, Band 6, das habe ich letztens bestellt, aber nicht bekommen. Und jetzt habe ich die Reihe komplett. Und als nächstes habe ich hier Ultraman, Band 2. Ich habe lange darauf gewartet und jetzt ist es endlich erschienen. Und hier drin ist ein Poster, man kann sich hier aussuchen, welche Seite man das gerne haben möchte. Und zwar einmal diese Seite. Und diese Seite ist zum Aufkleben. Ja, dann weiter geht's mit Naruto Massiv Band 2. Das habe ich irgendwie doppelt bekommen, wollte ich eigentlich gar nicht haben. Das dürft ihr demnächst bei mir auch gewinnen. So, weiter geht's mit Inuyasha New Edition Band 21. Der ist leider vergriffen, den gibt es nicht mehr zu kaufen. Und deshalb habe ich mir das auch bestellt, weil ich mag es nicht, wenn etwas unvollständig ist. Und das muss einfach mal sein. Weiter geht's mit Sword Art Online. Das Night Novel ist jetzt endlich bei uns erschienen. Und jetzt ist es da und das hat hier 300 Seiten. Und mit Poster natürlich in der Erstauflage. Das sieht dann so aus. Einmal diese Seite und einmal diese Seite. So, dann habe ich hier Kuss um Mitternacht Band 1 bestellt. Mit Socialkarte in der Erstauflage. Ich mache mal auf, dann könnt ihr sehen, wie das aussieht. Die sieht so aus. Und dann wollt ihr das auch bestimmt lesen. Ja. Auch vor kurzem erschienen bei Tokyopop. Und dann habe ich auch diesen Schuber bestellt von Attack on Titan. Das Ganze sieht dann so aus. Und hier drin waren ein paar Postkarten mit verschiedenen Bildern. Mit Band 20. Da freue ich mich schon drauf. Und es war noch nicht alles, denn die Kollegen von Manga Krait haben mir was zugeschickt. Und zwar diese Mangas hier. Einmal von Blame als Hardcover. Basilisk auch als Hardcover. Ziemlich dick und fett und groß. Und zu guter Letzt diese zwei Mangas von Warcraft. Aber Band 1 und 2. Ja, mehr dazu gibt es demnächst als Manga-Vorstellung. Das wird wahrscheinlich Ende des Jahres kommen. Mal schauen, denn ich habe noch meinen Adventskalender und da muss ich mich drum kümmern. So, das wäre es dann auch mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir ein Däumchen da und wir sehen uns dann nächste Woche. Bis dahin, Peace.